Ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes geht weiter. Am Samstag wird Michail Gorbatschow in Moskau beerdigt. Doch was sagen die Russen zu seinem Vermächtnis? Hochwasser in Pakistan. Botschafter des Landes bei der EU hält Geberkonferenz für notwendig. Filmfestspiele in Venedig. Das amerikanische Kino ist auf dem Vormarsch. Die Ukraine setzt ihre Offensive gegen die russischen Streitkräfte in der gesamten Südukraine fort und drängt die Front laut britischen Geheimdiensten stellenweise um einiges zurück. Die ukrainischen Streitkräfte begannen am 29. August, russische Pontonfähren über den Fluss Dnipro anzugreifen. So sollen ukrainische Streitkräfte etwa einen aus Lastkähnen gebauten Pontonübergang in der Nähe der Antonivsky-Straßenbrücke angegriffen haben. Russische Streitkräfte verlegen weiterhin große Konvois mit militärischer Ausrüstung von der Krim und Melitopol. Das ISW, Institut für Kriegsstudien, sagt, die ukrainische Gegenoffensive ist ein zusammenhängender Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Kreml wird wahrscheinlich das Ausbleiben eines sofortigen Sieges in Cherson oder das operative Schweigen der Ukraine über den Fortschritt der Gegenoffensive ausnutzen, um die ukrainischen Bemühungen als gescheitert darzustellen. Das ISW geht davon aus, dass der Einsatz russischer Freiwilligenbataillone mit nur einer Woche Training bedeutet, dass sie stark unterbesetzt und schlecht ausgebildet sind. Auch der britische Geheimdienst wiederholt, dass Russland versucht, Verstärkung in die Ukraine zu schicken, dass dies sich jedoch schwierig gestaltet und dass die, die entsandt werden, nur wenige sind und obendrein schlecht ausgebildet. Am Samstag soll in Moskau die Trauerfeier für Michail Gorbatschow stattfinden. Dann soll der letzte Präsident der UdSSR auf dem Novodevichy-Friedhof neben seiner Frau Raisa beigesetzt werden. Ein Staatsbegräbnis wird es laut Kreml nicht geben. In Moskau reagierten Passanten sehr unterschiedlich auf die Nachricht vom Tod Gorbatschows. Er hat alles für das Land getan, was er konnte und musste. Die Tatsache, dass er die Sowjetunion zerstört hat, stellt alle seine anderen Taten in den Schatten. Ich nehme ihm das irgendwie übel, dass wir nicht mehr alle zusammen sind. Geteilt, weit weg voneinander. Er hat viel für das Land getan, aber auch viel verdorben. Für Russland war er eine wirklich wichtige Figur. Dank ihm spielte Russland überhaupt wieder eine Rolle. Also dürfte der Verlust groß sein für viele Menschen. Einer Umfrage anlässlich seines 90. Geburtstags zufolge glaubte damals rund die Hälfte der Russinnen und Russen, dass er mehr Schlechtes als Gutes für das Land getan habe. Ebenfalls rund 50% meinten, er habe Russland Gutes getan, auch wenn er viele falsche Entscheidungen getroffen habe. Mehr als 20% sahen in ihm gar einen Kriminellen. Seit Jahrhunderten dienen die Pubs in Großbritannien als wichtiger Ort des sozialen Austausches. Doch jetzt sieht es für diese Traditionseinrichtung schlecht aus, denn mit dem Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise stehen viele Pubs vor dem Aus. Sie müssen ihr Bier immer teurer verkaufen und das heißt auch, viele Gäste bleiben weg. Ich kenne Eigentümer, die davon ausgehen, dass ihre Rechnungen um 100-300% hochgehen oder gar 400%. Ich meine jetzt nicht die Brauereien, sondern die Pubs. Sie verkaufen ja hauptsächlich das Produkt der Brauereien. Die Rechnungen der Pubs gehen von 30.000 Pfund auf 150.000 hoch. Die Pubs sind deutlich leerer. Viele Menschen trinken bei den saftigen Preisen für Bier und andere Alkoholika lieber zu Hause. Dabei hat die Branche ohnehin große Mühe, sich von den Schäden der Corona-Sperren zu erholen. Wir sehen definitiv einen Preisanstieg bei unseren Rohstoffen, also Getreide, Hopfen. Ja, das ist alles teurer.
We've definitely seen those kind of go up in price a little bit. Die Zahl der Pubs in England und Wales ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erstmals unter 40.000 gesunken. Thank you so much, my love. Eine halbe Million Menschen ohne Obdach, 10 Milliarden US-Dollar Schaden durch die verheerenden Hochwasser seit Mitte Juni. Pakistans Regierungschef hat die internationale Gemeinschaft um ernsthafte und aufrichtige Hilfe gebeten. Der Botschafter des Landes bei der EU hat mit Euronews über die nähere Zukunft gesprochen. Könnte sich die Situation im Land noch verschlimmern? Der Regen, der jetzt noch fällt, wird auch über den ohnehin schon überschwemmten Gebieten niedergehen, über den Flüssen, Dämmen, Staustufen. Wir denken, da werden noch Probleme auf uns zukommen, mehr Probleme. Die jetzige Katastrophe könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, so Botschafter Azad Majed Khan. Die Ernte in den betroffenen Gebieten wurde vernichtet, Infrastruktur zerstört. Der Botschafter beschreibt den Verlust von rund 5000 Kilometern Straße, 243 Brücken, 1 Million Häuser, rund 730.000 Stück Vieh seien ums Leben gekommen. Die Zahlen nennt die Botschaft von Pakistan bei der EU. Die EU-Kommission hat rund 1,8 Millionen Euro an humanitärer Ersthilfe bereitgestellt. Tatsächlich ist das lediglich ein Anfang und wir schauen, wie wir weiterhelfen können, da noch viel mehr gebraucht wird. Im Moment steht die Aktivierung des EU-Katastrophenschutzmechanismus noch aus, so ein Sprecher der Kommission. In den vergangenen 3 Jahrzehnten hat die EU das Land bereits finanziell unterstützt. Pakistan hat nicht nur politische Schwierigkeiten, sondern gehört auch zu den 10 Ländern weltweit, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Daher dürfte Pakistan langfristig auf die Solidarität anderer Länder angewiesen sein. Die Krise wird sich noch verschärfen, weil das Wasser es uns schwer machen wird, die Wintersaat auszubringen. In Anbetracht all dessen denke ich, dass eine internationale Geberkonferenz passend wäre. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 160 Millionen US-Dollar Notfallhilfen nötig wären, um den akuten Bedarf zu decken. Generalsekretär Antonio Guterres hat angekündigt, sich bald vor Ort ein Bild der Lage machen zu wollen. In Namibia ist ein Kleinflugzeug in den Fluss Sambesi gestürzt. Alle 5 Personen an Bord kamen ums Leben. Bei den Opfern handelt es sich um eine 4-köpfige Familie aus Deutschland und eine junge Pilotin aus Südafrika. Warum die Cessna 210 abstürzte, war zunächst nicht klar. Julian Moore führt den Vorsitz der diesjährigen Jury des Filmfestivals von Venedig und steht damit für die große Liebesbeziehung zwischen dem Festival und dem amerikanischen Kino. The Joker, Nomadland, mehrere große amerikanische Filme haben erst den Goldenen Löwen und dann den Oscar gewonnen. So sind viele Mitglieder der Oscar-Akademie in Italien vertreten. Es ist etwas Neues für die Academy und wir werden dem internationalen Fokus, den Filmemachern und Mitgliedern viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Mehrere Filme stehen für diese internationale Öffnung, wie zum Beispiel Bones and All von Luca Guadagnino, dem italienischen Regisseur von Call Me By Your Name, der auf den jungen französisch-amerikanischen Star Timothée Chalamet trifft. Ich liebe diese intelligente Auswahl von Filmen in Venedig, die das globale Kino repräsentiert, auf das wir sehr gespannt sind. Ein globales Kino, das Grenzen überschreitet. Europa steht dem in nichts nach, wie in Limencita, eine französisch-italienische Koproduktion im offiziellen Wettbewerb mit der spanischen Schauspielerin Penelope Cruz in der Hauptrolle. Aber Koproduktionen sind im Moment nicht das einzige Thema. Das Kino ist so wichtig für uns und wir verstehen, dass die Leute sich Filme über Streamingdienste ansehen, aber wir haben einen Kinobedarf für die Nachfrage und ich glaube, das werden wir auch weiterhin sehen. Aber wir müssen auch wissen, dass wir in einer Welt leben, in der die Streamingdienste ebenfalls sehr wichtig sind. Und ich denke, dass beides nebeneinander bestehen kann.
Netflix ist im diesjährigen Wettbewerb besonders gut vertreten. Mit dem Eröffnungsfilm White Noise mit Adam Driver in der Hauptrolle und mit der mit Spannung erwarteten Marilyn Monroe-Biografie Blonde mit der kubanischen Schauspielerin Ana de Armas in der Hauptrolle, die bereits für die Oscars nominiert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. What's tart? In movies.